Ja, ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen des Kirchenburgvereins und der Kirchgemeinde in Waldorf. Des Herzogs, ich habe eine große Bitte. Halten Sie mich nicht irgendwie für morbide oder sowas, denn meine Frau kann bestätigen, ich bin glaube ich ein lustiger Zeitgenosse und Sie werden bei diesem Vortrag merken, das wird eine ganz, ganz andere Wendung nehmen, als ich das vielleicht mit dem etwas reißerischen Titel der Henker des Herzogs erwarte. Und ich habe gedacht, guckst du mal, ob du über diesen Knaben was rauskriegen kannst. Oder ob du an diesem Bild, was wir ja vom Scharfrichter, vom Henker immer gemeinhin so haben, ob wir da vielleicht das eine oder andere korrigieren können. Und über diesen Knaben, über diesen Johann Hieronymus Wahl, da lässt sich in der Tat einiges rausfinden. Aber der interessiert mich überhaupt nicht mehr. Der interessiert mich überhaupt nicht mehr. Sondern eine seiner Töchter, Anna Katharina, die hat einen Mann geheiratet, der Johann Jeremias Glaser hieß. Und dieser Johann Jeremias Glaser, ebenfalls Scharfrichter von Beruf, der hat uns einen einmaligen kulturhistorischen Schatz hinterlassen. Einen absolut einmaligen kulturhistorischen Schatz, das finden Sie in Mitteleuropa nicht noch einmal. Ich meine, wie der Spiegel, das in infrastrukturell Niemandsland gelegen Schmalkalden kommt, zumindest aus Hamburger Sicht, und dem Thema eine Doppelseite Anfang September widmen, dann will das schon was heißen, mal als Schmalkalder im Spiegel zu kommen, das ist schon eine feine Sache. Nämlich dieser Johann Jeremias Wahl, Entschuldigung, Glaser, Johann Jeremias Glaser, jetzt komme ich selber ein bisschen durcheinander, der hat sein Erwachsenenleben in Zahlen festgehalten. Er hat in diesem Register oder Aufzeichenbüchlein, wie ich selber genannt habe, hat er auf 350 Seiten sein Leben, sein Erwachsenenleben in Zahlen festgehalten. Er hat nahezu jede Einnahme und jede Ausgabe, die er in seinem Erwachsenenleben getätigt hat, aufgeschrieben. Und da finden Sie auch Einnahmen aus der scharfrichterlichen Tätigkeit, überhaupt kein Thema. Der macht beispielsweise auch die letzte Lebenverbrennung einer vermeintlichen Hexe auf Thüringer Boden. Im Jahre 1700 in Frauenbreitungen war das der Fall. Aber das Scharfrichterliche ist das Wenigste. Mit Abstand wenigstens. Ansonsten kommt uns der ganz normale Mensch entgegen. Der ganz normale Familienmensch, der Geschäftsmann, der Mensch von der Stange. Und Sie können zum allerersten Mal ein Leben eines Menschen aus der frühen Neuzeit, aus dem einfachen Volk, von der Geburt bis zur Barre, in all seinen Details nachzeichnen. Dass der Scharfrichter ist, das kommt on top oben drauf. Ja, das ist natürlich ein bisschen publikumswirksamer, ganz klar, massenkompatibler, wie ich immer so gerne sage. Aber, und wenn ich sage all seine Details, dann meine ich das auch tatsächlich so. Das müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie heutzutage jede Tankquittung aufheben würden. Okay, das tut ein bisschen weh heutzutage. Aber wenn Sie jeden Supermarktbeleg aus dem Aldi, aus dem Edeka aufheben würden. Wenn Sie jede Lohn- und Gehaltsabrechnung aufheben würden. Und in 450 Jahren findet jemand das, man kann sie komplett nackt machen. Man kann sie komplett nackt machen. Genauso gläsern, wie wir Glaser machen können, können wir sie dann auch machen. Amazon und Google wären wirklich froh über solche Datensätze. Denn danach gieren diese großen Tech-Konzerne. Aber fangen wir doch erstmal zunächst ganz allgemein beim Scharfrichter an. Viele denken ja meistens, der Beruf des Scharfrichters, der wäre schon uralt, den wird es schon ewig geben. Aber so lange gibt es dieses Handwerk des Scharfrichters noch gar nicht. Es kommt streng genommen erst im Spätmittelalter auf. Und streng genommen, erst flächendeckend im 16. Jahrhundert haben wir überall reichsweit gesehen Scharfrichter. Beispielsweise im vorchristlichen Germanien, da war es sehr, sehr auf die Priester, die mit ihren geweihten Händen noch die Urteile vollstreckten. Und es war aber auch möglich, dass es der Geschädigte selber bzw. dessen Hinterbliebenen tat. Oder auch Kollektivstrafen oder Kollektivvollstreckung wie die Steinigung, die gab es. Das ändert sich so ein bisschen im frühen und hohen Mittelalter. Da überträgt man die Strafvollstreckung sozusagen einer hoch angesehenen Persönlichkeit. Entweder dem Fronboten oder dem jüngsten Ehemann oder dem jüngsten Gerichtsschöffen. Jüngst immer deswegen, weil am unschuldigsten noch. Sozusagen als Ehrenamt übernehmen die Strafvollstreckung. Aber das haben Sie alle mal in der Schule gelernt. Stadtluft macht frei. Die Städte werden im ausgehenden Mittelalter immer größer, immer einwohnerreicher. Und das liegt leider nun mal in der menschlichen Natur, wo sich viele Menschen auf engen Raum irgendwo konzentrieren, steigt natürlich auch die Kriminalitätsrate. Und deswegen konnte man es
nicht mehr einem Ehrenamtler zumuten, diese sich häufende Strafvollstreckung zu übernehmen, sondern man geht langsam, aber sicher dazu über, hauptamtlich bestallte Scharfrichter in Dienst zu nehmen. Ich weiß, ich habe mir so ein bisschen verschrobeltes Bild im Kopf von Justiz und Strafvollzug in früheren Jahrhunderten. So nach dem Motto, oh, heute kommt nichts in der Klotze, lass uns mal eine Hinrichtung angucken. Ne? Es ist nicht so gewesen, dass da alle zwei Wochen irgendwo der Kopf abgeschlagen wird. Bitte verzeihen Sie mir meine Wortwahl, die etwas flapsig klingen mag. Sondern Hinrichtungen kamen relativ selten vor. Relativ selten. Sie können sagen, alle zwei, alle fünf, alle sieben Jahre wurde eine Hinrichtung durchgeführt. Und der Scharfrichter, der für jede Handlung bezahlt wird, der hat also einen regelrechten Katalog, wo genau drin steht, das können Sie auch reichsweit nehmen, übertragen, für eine Enthauptung kriegt er so und so viel Geld, für die Verbrennung so und so viel Geld, für das Ertränken so und so viel Geld, für die Durchführung der peinlichen Frage, sprich der Folter, so und so viel Geld, für das Auspeitschen so und so viel Geld, für eine Ehrenstrafe so und so viel. Aber man merkt ganz schnell, der Scharfrichter, er kann vom Köpfen ja eigentlich gar nicht leben. Er kann von seiner scharfrichterlichen Tätigkeit überhaupt nicht seine Familie ernähren. Und deswegen geht man relativ rasch dazu über, das unehrenhafte, das unehrliche Amt des Scharfrichters mit einem anderen unehrenhaften Amt zu koppeln, nämlich mit dem des Abdeckers. Wenn damals ein Vieh gestorben ist, dann gehört das nicht mehr den Bauern oder dem Ackerbürger, sondern dann war der Abdecker verpflichtet, dieses gefallene, dieses tote Vieh, diesen Tierkadaver innerhalb eines kurzen Zeitfensters abzuholen und an weit außerhalb der Orte gelegenen sogenannten Schindangern zu verschaffen. Das geschah aufgrund der panischen Angst vor Seuchen. Zuvor hat der Abdecker allerdings das Privileg besessen, den Tierkadaver zu verwerten, die Häute, die Felle abzuziehen und zu verkaufen, aus dem Eingeweidefett schmieren oder Talg herzustellen und so weiter. Wir werden darauf nochmal zu sprechen kommen. Und diese beiden unehrenhaften, unehrlichen Ämter, die kombiniert man. Scharfrichter und den des Abdeckers. Unehrenhaft heißt, unehrlich, das hat mit Schwindeln oder so nichts zu tun oder mit Betrügereien, sondern wer ein unehrenhaftes Amt bekleidete, stand außerhalb der Ehre. Die Ehre ist für einen mittelalterlichen, für einen frühneuzeitlichen Menschen ein evident wichtiges Gut gewesen. Ein ganz, ganz wichtiges Gut. Außerhalb der Ehre zu stehen, kam einem Ausschluss aus der bürgerlichen Gesellschaft gleich. Nicht so wie heute, mir egal, was der über mich denkt, sondern die Ehre ist ein verdammt hohes, ein ganz, ganz wichtiges Gut gewesen. Unehrenhafte, unehrliche Ämter, die hatten beispielsweise auch keine Bürgerrechte. Das sind alles solche Dinge, die man sich nicht erklären konnte. Beziehungsweise die mit Tod zu tun hatten, die mit Schmutz zu tun hatten. Es gab da mehrere von diesen unehrenhaften Ämtern. Der Scharfrichter, der verstößt ständig gegen das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Der Abdecker, der hat auch mit Tod und Krankheit zu tun. Und die Abdeckerei ist natürlich auch mit Schmutz beziehungsweise mit der Geruchsbelästigung behaftet. Aber beispielsweise auch der Müller oder der Hirte oder der Schäfer, auch das waren unehrenhafte Ämter. Weil da wusste man nicht so genau, was machen denn die den ganzen Tag da draußen? Dem Schuster oder dem Schneider, den kann ich jeden Tag über die Schultern gucken. Aber bei denen, was machen die denn da so? Wie gesagt, unehrenhaft heißt keine Bürgerrechte, unehrenhaft heißt keine politischen Ämter, die man wahrnehmen konnte. Unehrenhaft heißt aber vor allem, man war gezwungen, untereinander zu heiraten. Das heißt, der Sohn eines Scharfrichters kann wiederum nur die Tochter eines Scharfrichters heiraten und andersherum. Und so entstehen regelrechte Scharfrichterdynastien. Für eine Hinrichtung erhält Otto Heinrich Wahl für eine Verbrennung 3 Gulden. Er erhält nochmal zusätzlich für einen halben Gulden für die Folter des Opfers. Und durch diese zahllosen Hexenverbrennungen wird Otto Heinrich Wahl, wie gesagt, zu einem der reichsten Männer südlich des Thüringer Waldes. Diese Zahlen kennen Sie vielleicht vom letzten Mal noch, wenn Sie das kleine Walbach schauen. Ist ja gleich um die Ecke hier bei Wasungen gelegen. 150 Einwohner damals. 150 Einwohner. Eine bessere Gehöftegruppe. Vom Kleinkind bis zum Kreis. Da werden in einem einzigen Jahr, nur aus Walbach, werden 7 Frauen verbrannt. Nach Meiningen. Lassen Sie doch einfach nur mal ein einziges Jahr in Meiningen Revue passieren. Ein einziges Jahr, nur in Meiningen. Da werden am 12. Februar des Jahres 1611 3 Frauen gleichzeitig als vermeintliche Hexen verbrannt.
Am 15. März folgt deine weitere Frau. Am 3. Mai werden zwei Frauen gleichzeitig als vermeintliche Hexen verbrannt. Im Juni werden vier Frauen und ein Mann gleichzeitig verbrannt. Am 27. Juli wird eine Frau verbrannt. Und am 9. Dezember sterben nur in Meiningen auf einem riesigen Scheiterhaufen 11 Frauen. Das heißt, nur in diesem Jahr wurden nur in Meiningen 23 Menschen wegen vermeintlicher Hexerei lebendig verbrannt. Jetzt brauchen Sie nur mal den Taschenrechner zu benutzen. 23 mal Folter, 23 mal Hinrichtung durch das Feuer macht 80,5 Gulden plus Spesen. Was Otto heimlich war, nur in diesem einzigen Jahr und nur in der Stadt Meiningen kassiert. Da rede ich noch nicht von Suhl, da rede ich noch nicht von Albrechts, da rede ich noch nicht von Heinrich, da rede ich noch nicht von Schleusing, da rede ich nicht von Thema, sondern nur von Meiningen in diesem einzigen Jahr. 80,5 Gulden plus Spesen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was 80,5 Gulden in Euro sind. Ich kann Ihnen aber sagen, meine gute Milchkuh hat damals so um die 6 Gulden gekostet. Da kommen schon ein paar Herden zusammen. Da kommen ein paar Herden zusammen. Gucken wir jetzt mal kurz die Schmalkalder Scharfrichter an, weil die erfüllen, glaube ich, so richtig gut mal alle Klischees. Der erste Schmalkalder Scharfrichter, der uns aus dem Dunkel der Geschichte entgegentritt, aus den Quellen entgegentritt, da kennen wir den Namen nicht. 1510, also wie gesagt, relativ spät. Da kennen wir den Namen nicht. Aber er tritt auch nur deswegen aus den Quellen hervor, weil dieser Scharfrichter selber hingerichtet wird. Er wird selber hingerichtet. Er hat mit seinen Gesellen einen Raubmord am Schmalkalder Famberg begangen und wird deswegen enthauptet. Tja, was macht man, wenn der Scharfrichter enthauptet wird? Wer soll das übernehmen? Man sucht sich einfach willkürlich aus der großen Zuschauermenge jemanden heraus und sagt, du machst das jetzt. Rotes Tuch um, bitte übernehmen Sie. Ja, also es war ein Fuhrmann, den man dort ausgesucht hat. Es wird auch berichtet, er soll im Richten glücklich gewesen sein. Sprich, er konnte den Kopf mit einem Hieb vom Rumpf trennen. Den zweiten Schmalkalder Scharfrichter, den wir aus den Quellen hier kennen, auch da ist der Name unbekannt, 1524, der wird auch wiederum hingerichtet, weil er eine Jungfrau vergewaltigt hat. Den ersten, den wir namentlich kennen, das ist Meister Valentin Dreyer. Und dieser Meister Valentin Dreyer, der führt gemeinsam mit seinem Schwiegervater, dem Meininger Scharfrichter, zwischen der Schmalkalder und Meininger Scharfrichterfamilie bestehen ganz, ganz enge verwandtschaftliche Beziehungen immer. Gemeinsam mit seinem Schwiegervater, dem Meininger Scharfrichter, führt er im Jahre 1594 eine Enthauptung in Benshausen durch. In Benshausen müssen wir beide Scharfrichter auftreten, weil das eine sogenannte beidherrige Zehn ist. Das würde ich jetzt zu weit führen, warum, wieso, weshalb. Nehmen Sie es einfach als gegeben hin. Beide Scharfrichter führen dort eine Enthauptung. Gemeinsam geht Schwiegersohn und Schwiegervater dann noch ins Benshäuser Wirtshaus. So viel zum Thema, Scharfrichter dürfen nicht in die Wirtshäuser gehen. Zechen dort ordentlich miteinander, also trinken, geraten im Alkoholrausch in Streit und erstechen sich dann vor dem Wirtshaus gegenseitig. So, nehmen wir doch einfach mal jetzt die Maske vom Gesicht des Scharfrichters. Nehmen wir doch einfach mal die Kapuze weg vom Gesicht des Scharfrichters Johann Jeremias Klaas. Im Übrigen, Scharfrichter haben nie Masken oder irgendwelche Kapuzen getragen. Gell? Das ist Blödsinn. Das ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Hollywood bedient dieses Klischee auch bis heute. Gell? Spätestens, wenn Sie den nächsten Mittelalterfilm oder Frühneuzeitfilm wieder sehen, dann sehen Sie ihn wieder mit so einer Kapuze, möglichst rot, mit den Seeschnitzen, Hackebeilchen. Scharfrichter haben nie Masken oder sowas getragen. Das ist absoluter Blödsinn, ich wiederhole mich. Jeder im Ort wusste, wer der Scharfrichter ist. Warum sollte er irgendwelchen Mummenschanz betreiben und sich verkleiden? Und sämtliche zeitgenössische Darstellungen, Sie haben es gesehen, zeigen Scharfrichter, wenn überhaupt, mal mit einem Federhut. Aber im Regelfall sind die barhäuptig, also ohne irgendeinen Kopfbedeckung. Jetzt danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, dass ich fast 2 Stunden foltern durfte.